Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Wir haben im letzten Part Björn den Verworrenen gesucht. Hat leider nicht funktioniert, weil ich ein bisschen auf dem Holzweg war, was das anging. Wir müssen nämlich auf Tellische Inseln. Nein. Genau. Hierhin. Und dann müssen wir auf eine dieser Inseln, die im Meer schwimmen. Weil ich glaube, da unten zum Beispiel. Vielleicht ist er das auch hier oben. Mal gucken. Nee, er ist es nicht. Aber ich denke, das ist irgendwie richtig. Oder da links. Müssen wir mal gucken. Wir können jedenfalls gleich runterspringen. Und dann nochmal rüber schwimmen. Ups. So kann man hier nicht sterben im Wolkenmeer. Oder das große Ding da links. Mal gucken. Wir gehen einfach mal die ganzen Punkte durch. So, was haben wir hier? Traditioneller Garten. If they seek a fight, they shall get one. Ist ja direkt aufgetaucht. Perfekt. Hallo? Danke. Ja, dann machen wir ein bisschen raus, so lange wir können. Ah, es scheint ein bisschen Kraft zu zeigen. Sagen wir, es funktioniert, machen wir das. So, jetzt müssen wir die Aufladen so richtig werden. Dagegen kann keiner gegen anfängen, dass wir ihren Schaden ausfüllen können. So, einfach mal wieder weitermachen. One spinning egg. Let me take it. Anchor shot. Ha! Double spinning egg. Just hit it now. There. So. Gotcha. Supernova. Play proper. Third stage. Ich hätte auf Stufe 4 warten sollen. Das wäre cool gewesen. Egal. Da gibt es so ein bisschen Schaden. One spinning egg. Let me take it. Go for it. Something right. Einfach immer wieder drauf sein. Das können wir jetzt mal. Mal das Ganze machen und dann gehen wir in gleich Stufe 4 drauf. Deswegen gerne lassen wir jetzt erstmal so reinrollen. Oh, so. Dann machen wir das. Das dauert aber lange. Doch, es lohnt sich. 60.000 hat Leben. Guck mal, was wir jetzt haben. Oh, der fällt schon mit Bord. Aber das haben wir. Ja, ich hab's leider nicht gesehen. Schade, nicht gesehen. Aber wir haben einen anderen mit Schwert gemacht. Das war gut. So. Alter, sieht richtig was aus. Krass. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass du so viel ausfällt. Ich meine, wir sind 30 Level über hier. Also, das ist nicht so wenig. Aber, Platz drauf. Weil wir können jetzt natürlich. Zwei, komm, das machen wir. Hier, gib ihn.
viel Spaß dabei. Ira. Pandoria. Ich hoffe, das reicht jetzt. Ja, perfekt. Gereicht. So, Alba. Nochmal. Oh, das ist Time for Zeke Special. Electric Circuit. Counting on you, Nia. Das ist schon so gut wie toll. Perfekt. Magnificent. Hat nicht ganz gereicht. Finish. Boah, aber 800.000 kannst du lassen. Das ist ein Element pro Hand. Und jetzt haben wir ihn. Perfekt. So, Blitzbrecher. Perfekt, den wollten wir haben. Gucken wir uns das direkt an. Da. Sehr, sehr schön. Erzähl 100% mehr Schaden unter 30%. Und was müssen wir hier machen? Verwendet Taschen. Items, dann müsste das jetzt keine Kunst. Übrigens, Taschen. Das haben wir noch nie gemacht. Wir können mal erweitern. Jetzt haben wir zwei. Dann gebe ich Nia auch nochmal eine zweite Tasche, wenn wir noch eine haben. Ja, perfekt. Und Tora. Ah, schade, haben wir nicht. Okay. Was war das jetzt? Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Kunst war das, ne? Kunst, ja. Bin ich gespannt, ob wir das haben. Kunst. Nein. Da. Was haben wir denn an Kunst? Gemälde ist Kunstwerke, genau. Mädchen auf dem Berg, vielleicht das? Thanks! Zählt das? Ja, zählt. Alles klar, dann gucken wir mal, ob wir noch einen haben oder ob das jetzt zufällig genau der richtige war. Kunst. Felmeri-Feen-Statue, vielleicht die auch noch? Thanks! I'll let it. Ich bin gespannt, ob das jetzt gezählt hat. Wenn ja, wäre das perfekt, dann wärst du mich durch. Jawohl! Perfekt. I will turn my dreams into reality. Vollständig. Oh, that's incredible. Waffengeheimlehre und Waffenfibel. Was ist das eigentlich? Müsste eigentlich in unseren Items jetzt drin sein. Wir gucken mal. Du erhältst WP, in Klammern viel. Wähle beim Techniktraining einen Waffentyp. Techniktraining einen Waffentyp. Aha. Du hältst WP, Mittel. Will beim Techniktraining ein Waffentyp. Ach so, kann ich das jetzt irgendwie benutzen? Nee. Doch. Irgendwie schon. Ja. Müssen wir irgendwie auch mal rausfinden, wie das geht. Charaktere. Warte, Waffentraining. Das ist doch hier, ne? Techniken. Können wir das mal machen? Kann ich jetzt irgendwas benutzen? Bestätigen, austauschen? Nee. Ich weiß gar nicht, können wir den Schmettersalto vielleicht. Also wir können tauschen. Dann würde ich vielleicht den Schwertschlag mal austauschen. Wir machen das einfach mal. Und können dann vielleicht irgendwie mal andere Fähigkeiten benutzen. Weil irgendwie das Ding, Schmetterschlag, den können wir nicht nutzen. Also vielleicht haben wir vier Fähigkeiten und können drei davon benutzen. Weil dann könnten wir auch mal unsere Fähigkeiten alle so ein bisschen durchgucken. Ja, Wasserblume, kein Effekt. Der Drückprall. Nehmen wir doch mal den. Achso, geht noch weiter. Ich dachte gerade, warum ist das nicht? Warum fehlt da nicht der Dingens? Was haben wir hier? Kein Effekt, kein Effekt. Alle keine Effekte. Erzielt bei umgeworfenen Gegnern 60% mehr Schaden. Das klingt doch ganz gut. Und Fußangel nehmen wir auch. Aber was können. So, was haben wir hier?
Kein Effekt. Schmettern. Schmettern ist schon auf. Machen wir doch so. Und den können wir noch leveln. Oh, hier ist ja alles noch nicht wirklich. Ah, scheinen wir nicht so oft zu benutzen, die Waffe. Der hat Rückwurf. Rückprall, schleudern. Omega Blitzschocker, den tausche ich jetzt auch mal aus. UDZS Max, keine Ahnung, aber wir leveln ihn auch immer. Oh, Stufe 5 ist das Maximum. Aha. Auch gut zu wissen. Was haben wir hier? Umwerfen, ja, leveln wir den. Und Himmelsspalter, ich glaube, das klingt ganz gut. Diamant, Dynamitfaust. Klingt auch stark. Treffer lässt kleine KP-Kapsel entstehen. Das ist gut. Treffer erzeugt mehr Wut. Nee, dann nehmen wir doch das hier. Das ist schon ganz gut. Nia, was kannst du noch machen? Erzielt bei Seitenangriffen 20% mehr Schaden. Heilende Corona. Das ist... Nee, das ist die Heilung, die sie macht, ne? Oder? Heilungsrate 290, 200... Nee, das ist Schaden. Nee, das brauchen wir definitiv. Das ist Heilung. Das können wir aber mal maxen. So. Die Gruppenheilung können wir definitiv gebrauchen. Hier werden wir einfach mal alles wieder ein bisschen leveln. So. Was kann das Ding denn? Rückprall. Erzielt bei Seitenangriffen mehr Schaden. Kapseln sind gut. Der hat Schleudern. Schleudern ist auch ziemlich gut. Schadengrundwerte um 70% erhöht. Bei Anschlüssen. Den tauschen wir mal. Was haben wir hier? Ja, einfach mal wieder leveln. Bis Stufe 3 ist ja ganz easy. Sorry, dass ich dafür jetzt wieder so viel Zeit verbrauche, aber das ist ja auch wichtig. Schwanken. Schwanken ist auch gut. Kein Effekt. Jetzt hier bei Umwaffen hier 60% mehr Schaden. Ich würde sagen, wir machen das Schwanken rein. Oder haben wir schon Schwanken? Nein. Den können wir rausnehmen. Wobei das Heilung ist. Wir tauschen mal den. So. Das natürlich auf Stufe 4. Kein Effekt. Lässt während Meistertechniken feindlichen Angriffen ausweichen. Ist das wichtig? Höllenfall. Der hat Schwanken. Das ist gut. Na, ja, lassen wir so. Was haben wir hier? Oh. Erstmal ganz viel zum Trainieren. So. Das lohnt sich doch. Rückwurf. Sonst hat er keinen Effekt. Kritischer Treffer mehr. Aufladung. Kein Effekt. Seit steigender Drache. Erzielt bei hochgeschalten Gegnern 60%. Ja gut, hochschalten machen wir ja nicht so oft. Das kann schon so bleiben. Schmettern kein Effekt. Lass wäre Meisterdecken feindlichen Angriffen ausweichen. Aha. 60% Zuschlagen gegen Gegner, die ihren Wutring auf Anwender richten. Das ist gut. Was haben wir hier? Kein Effekt. Meisterdecken erzeugen 60% mehr Wut. Das ist gut, glaube ich. Besser als das. Ja, würde ich sagen, tauschen wir das mal auch mal aus. So, Tora, was mit dir? Schildstopper. Blocken regeneriert 9% KP, erlitten Angriffe, laden Techniken auf. Das Ding ist, glaube ich, ganz geil. Meistern erzeugen 70% mehr Wut. Das ist auch gut. 120% von KP, 130%. Aha, erzielt bei hochgestalten Gegner 120%. Den wegnehmen vielleicht. Gegen den benutzen. Ich bin mir unsicher. Wobei, eigentlich haben wir gute Heilung, das passt schon. Wir leveln erstmal das Ding und dann passt das. So, was haben wir hier? Kein Effekt. Schmettern. Schmettern bleibt natürlich. Rückprall. Rückprall ist jetzt nicht so wichtig. Das weiß ich, fällt mir einfach von ausweichen. Ja, fällt nicht. So, haben wir das jetzt auch endlich mal hinter uns. So, dann können wir jetzt endlich... nein, da wollte ich nicht hin. Ich will nach Schnellreise, Gaumot, Torigas und... Gehen wir mal dahin.
Let's rest a spell. Let's get going. Wir wollen hier rüber. Natürlich regnet das jetzt auch noch. Eine Quest unter uns, oder? Ist das vielleicht sogar genau die, die wir haben wollen? Das wäre ja perfekt. Ups. Oh. So, gucken wir nochmal. Ja, sieht gut aus. Komm out, komm out. Die Tiger können wir auch nochmal wieder spielen. That's all you need. So, was haben wir denn hier? Tatarso. Na komm. Hey, Dadapon. You feeling okay? Your fluff look ruffly. Huh? Oh, it Tora. Me not too bad. Tum-Tum is quiet. Master Pon is careful with health, good food, much sleep, regular poo-poo. Indeed. Body of Dadapon is temple. Oh, too much info for Tora. So then, why make grumble noise? Well, thing is... was thinking of making new mode for Poppy. Oh! Tora and Dadapon have same idea. Tora was thinking, it about time Poppy got even more Poppy power. What? Tora think that too? Truly Tora is Sonipon of Tatazo, has Dadapon's ideas too. So, what was Dadapon's idea? Tell Tora! Tora excited! Okay, Dadapon will let cat out from bag. Behold, Poppy's most super duper mode! What's this? You like? Tora likes so much, run out of words, maybe? This mode called Super Fighter Mode! This Poppy, size of 10 roses! More battle power than Titan Warship! What Dadapon thinking? Dadapon just take old Poppy blueprint and enlarge! Dadapon thinking just like Banner! What? Tora not like Great Big Poppy? Well, how about this? Huh? Oh. It's too small for Tora's eyesight. This is Titchy Little Poppy, extreme compact. But what for? And you just changed size again. Good is itty bitty little puppy. Catch mice and rats, maybe? Tora not see? This puppy piddly but can sneak in anywhere and no one know. And battle capabilities, same as normal puppy. Strong like ant. Dadapon, all this a bit fur-brained. Not like little piddly puppy either. Well, let's hear Tora's silly idea then. Really want to hear? Really? All right. Tora suppose can share secret. Tora's big idea called Poppy Cutie Pie. Cutie Pie? Right, nearly. This Poppy become great big grown-up. Poppy should move to next phase of life. Tora and Poppy grow up together! Hmm. I know not meaning of cutie pie, but... Tora's unruly lovable enthusiasm shine through very bright. Dadapon! Dadapon like it! Yes, Tora, this makes sense. For a change. Very well. Dadapon will get right to it. Lila, ready my things? Yes, Master Pon. At once. Hear that, Poppy? Master Pon and Dadapon will work in chamber for a little bit. Don't let anyone disturb. Very, very, very important work. Got it? Yes, Master Pon.
Tora? What's the little ball of fur getting into this time? Unclear. It sounded like they were going to try to power up Poppy somehow. I also caught some bollocks about growing up and phase of life. You'd know. You're the master of talking bollocks. Huh? How dare you? Ugh. You know exactly what I mean. Well, I guess this means they're going to remodel Poppy. Guess so. Whatever it is, looks like they won't be coming out of there for a while. Nothing for it. Why don't we go and take a rest at the inn? Wie sie da einfach steht, so cool. Yes, Cat Lady. Master Pon working feverishly, not stop for food, sleep, or poo-poo. Tora, he doesn't know what's good for him sometimes. He's going to wake himself bald one of these days. My lady! Master plan of Tora complete! Master plan? Sounds great. But what on earth is it, Tora? Behold! Really something, huh? Oh! Behold! Final and bestest form of Poppy! My lady, are you quite all right? Yuck! Tora, is this not too much? Only yesterday, Poppy was Little Pon. Maybe she grew too fast. Tora not care. Tora feel that Poppy is ready to be real grown up. Tora, can you really build such advanced robo-woman? Dad upon Tora mean what he say. Destiny calling for Tora. Rude not to say hello back. Well said, my little Pon. Oh. Will you get off me already? Ich liebe den Humor von dem Spiel. Poppy wird aufgemotzt. Angenommen. Natürlich wollen wir das. So. Perfekt. Wir gucken mal, was wir machen müssen im nächsten Part. Und ja. Ich freue mich mega drauf, dritte Poppy zu sehen. Wird bestimmt cool. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.